Ja, Leute, ich bin hier schon am Aufladen. Meine Weber-Shark-Maschine, das ist ja der Klon aus China, den ich ja gar nicht vorgestellt habe bei YouTube und den ich auch nicht vorstellen werde. Da habe ich viel Arbeit reingesteckt, um den wieder so hinzukriegen, wie er jetzt ist. Ein astreines Teil, bin ich wirklich begeistert von. Und mein Handy lasse ich auch gerade aufladen. Das ist auch schon so ein bisschen runter gewohnt. Ich habe hier schon ein paar Sachen rausgekramt. Aber das ist nicht der Grund meines Videos. So hole ich jetzt mal den Weber Shark. Thematisch passend. Moment. New Call. Ja. Riech ich mal nicht auf. Ich hoffe, man kann mich so einigermaßen erkennen. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen überbelichtet, ne? So geht das besser, ne? Der Grund meines Videos ist. Hier ist meine Zähne sozusagen gegen Zähneknirschen. Eine Schutzschiene, die habe ich natürlich auch mitgenommen. Ne? Ist klar, ne? Ich brauche nicht viel. Rasierkram. Ne? Ja, vielleicht was zum Kämmen. Wobei mit dem Kämmen, so weit her ist das mit dem Kämmen ja auch nicht mehr. Diese Becher sind gut. Da will ich schon mal einen wegverhaften, weil die sind schön stabil. Zack. Ja, was wollte ich euch vorstellen? Ich hoffe, das ist noch drin. Ja, es ist drin. Mein Dampferkram. So. Ihr wisst ja, das letzte Mal ist was ausgelaufen. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist jetzt alles live, wie die Auslaufsituation ist. Das ist mal auf. Jetzt haben wir unsere Plastiktüte gepackt. Stinkt fruchtig. Und okay. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich muss da sowieso gleich ran. Mal Wickelkram. So. Ist hier was ausgelaufen? Nee, die haben jetzt wirklich dicht gehalten. Siehst du? Ja, die habe ich natürlich oben versiegelt mit Frischhaltefolie. Hier ist auch nichts ausgelaufen. Haben auch dicht gehalten. Schaut. Keine Feuchtigkeit. Sehr gut. Dann habe ich hier noch Waffelteig. Auch nicht ausgelaufen. Mystery und Kalipitter Joe. Auch nicht ausgelaufen. Also. Meine Dinger haben, ist hier was ausgelaufen? Nee. Meine Dinger haben dicht gehalten. Und ich kann euch mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich nehme mal, was nehme ich denn nochmal raus? Ich nehme mal Mystery raus. Das fülle ich mir vielleicht mal einmal rein. Ja, sie sind ein bisschen feucht. Was das ausgelaufen sind sie nicht, aber sie sind ein bisschen feucht. Brauche ich jetzt mal einen Lappen. Also die Auflaufsituation ist deutlich entspannter als letztes Jahr. Ich lege den hier mal hin. Mach den hier mal sauber. Also hier ist ein bisschen was rausgekommen. Das habe ich vorhin schon gesehen an der Tüte hier. Der auch. Die haben ein Tröpfchen gelassen, wenn überhaupt. Also ganz, ganz wenig. Man sieht es gar nicht an der Tüte hier. Ich zeige euch mal die Tüte. Ja, doch, ein paar kleine Tröpfchen sieht man hier. Das ist aber wirklich in homöopathischen Mengen. Wenn ich das an letztes Jahr, wenn ich mich überlege, wie das letztes Jahr war. Also ein bisschen was drückt da wohl doch immer heraus durch den Druckunterschied. So, Tüte wieder sauber. Eigentlich brauche ich die Tüten gar nicht, weil ich die Liquids hier einfach so reinschmeiße. Oh ja, ich werde die Tüten einfach mal behalten. Die Lampe kann ich da auch drin lassen. Also wunderbar funktioniert. Hier ist. Ne, die ist wirklich trocken und hier ist auch alles trocken. Hier eine von den beiden hat ein bisschen gesuppt. Aber ein Tropfen. Na gut, das können wir verschmerzen. So, jetzt will ich mal zeigen, wie ich das gemacht habe, wie ich die versiegelt habe. Welche nehmen wir jetzt mal? Kalipitter Joe nehmen wir mal. Und den mache ich mal auf. Aber ich zeige euch das richtig. Da wird ja schon wieder fast ein Dampfer-Video. Hier seht ihr übrigens diese Folie. Ist ein bisschen feucht. Nö, die ist auch nicht trocken. So, und das habe ich einfach, die Folie habe ich einfach über den Deckel hier oben rüber gemacht und den Deckel reingesteckt, diesen Stupsi hier, den hier. Guck mal, habe ich gleich schon mal rausgezogen. Seht ihr das? Zack. Und das ist also quasi, so habe ich es rübergelegt hier. Oben und dann den Nubi rübergepackt. Dass das versiegelt ist. Das hat ganz gut funktioniert. Bin ich sehr zufrieden. Ich will gleich mal mir mein GS schnappen. Und mein GS mal auf meinen Kunststofftank umbauen. Hier auf den hier. Auf Kunststofftank umbauen. Auch meinen anderen.
mein Flashy Weber VS, die Stahltanks runterholen. Die habe ich ja noch drauf gemacht, weil ich unterwegs war mit den Teilen. Also, hat wunderbar funktioniert. Nichts ausgelaufen. Gut, ein Tröpfchen oder ein halbes Tröpfchen habt ihr in der Tüte gesehen. Nicht der Rede wert. Also, diese Variante, diese Urlaubsvariante mit diesem Versiegeln. Schmeißt. Das funktioniert, ne? Haut wunderbar hin. Mit dem Jungfernhäutchen oben und dann zuschrauben, ne? Ast rein. Aber ich sehe hier gerade, warte mal. Nee, es ist aus. Nee, die ist auch trocken. Nee, haut alles wunderbar hin. Prima. Spitze. Also, alle Dampfartikel haben wunderbar den Flug überlebt und nichts war am Süffen. Na, den einen Tropfen, den verzeihen wir mal. Das hatte ich ja letztes Jahr wesentlich schlimmer, da war ja die ganze Tüte nass, ne? Und dass da mal so ein, sich so ein Tropfen rausdrückt, scheißegal. Oh, ich sehe aber auch kaputt aus. Gucken wir mal in die Augen rein, ne? Seht ihr das? Ihr könnt ja gar nicht sehen, dann müsste ich weiter weggehen, ne? Das ist auch scheiße. Müsste ich weiter ins Dunkle reingehen, glaube ich. So ist, glaube ich, besser, ne? Das Licht ist aber auch scheiße. Ganz rote Augen, ne? Ja, wettertechnisch, das habe ich ja davon auch noch nicht gezeigt. Ich habe ja nur mal rausgeguckt. Also wettertechnisch, gut, dass ich mal an, wie das da aussieht. Richtig giftig. Richtig giftig. Also, das ist ja hier die Westseite, auf der Ostseite ist blauer Himmel. Und hier kommt richtig schlechtes Wetter, ne? Gut, jetzt mal dahin schifft das auch, ne? Da kommt richtig scheiße gleich. Das gibt bestimmt noch ordentlich Regen heute Nacht. Oder nachher. Also, aber das ist mir dann ja egal, weil morgen mache ich auch nicht so viel. Morgen mache ich auch noch mal chillen. Morgen mache ich keine großen Sachen und übermorgen hole ich ja meinen Wagen ab am 6. Und vorhin bin ich noch vorbeigefahren mit dem Shuttlefahrer am ist das schon? Riviera. Aber das ziehe ich auch nochmal zu. Die haben heute Mittag dicht gemacht. Also Riviera war heute Mittag um 12 Uhr Schicht im Schacht. Noch sind die Lampen an und blinken noch. Und auf den Displays erscheint Danke für die letzten 60 Jahre. Aber das wird wahrscheinlich die nächsten Tage auch ausgeschaltet. Das Riviera ist erledigt. Bis heute um 12 Uhr war da noch Halligalli und dann, ich nehme an, die Mitarbeiter sind wohl auch drin und liegen sich jetzt in den Armen weinend. Das ist natürlich schrecklich, ne? Ja, einen Job verlieren ist immer blöd, ne? Gerade wenn man da so lange gearbeitet hat und gerade in den Casinos ist es ja so, die arbeiten echt lange, ne? Hier. Also ihr seht, meine England-Box sozusagen mit meiner Versiegelungsstrategie hat dieses Jahr funktioniert, weil ich es dieses Jahr anders gemacht habe. Letztes Jahr hatte ich es ja über den Nippel rüber gemacht. Dadurch konnte er natürlich unten raussuppen. Und nun habe ich quasi, wo der Nippel reinkommt, ich muss euch das nochmal zeigen. Das ist ein bisschen scheiße zu zeigen, ne? Ich kann euch das ja an dem Mystery nochmal besser zeigen. Jetzt muss ich mal mit die Brille aufsetzen, damit ich sehe, was ich hier mache. Ich lege mal die Kamera, pass mal auf. Wie machen wir das? Ich lege die Kamera hier mal auf diese Werbescheiße hier raus. So. So, ich würde wohl nicht runterfallen. Genau, so. Hier habe ich diese Mystery-Flasche. So, jetzt öffne ich die mal. Die ist ja auch noch versiegelt. Und hier seht ihr, ja, so kann man es besser sehen. Hier seht ihr dieses Jungfernhörnchen, was ich aber jetzt diesmal direkt über die Flasche gepackt habe, nachdem ich sie aufgefüllt habe. Und diesen Kunststoffnippel habe ich da durchgesteckt. Und das hält zu. Ne? Ja, wenn ich das jetzt hier so ausziehe und dieses Jungfernhörnchen entferne. Also hier habe ich über die offene Flasche die... Das Stagnolpapier, hätte ich fast gesagt, nicht Stagnolpapier, die Frischhaltefolie rübergepackt und den dann raufgesetzt und die ganze Geschichte verschraubt. Und das funktioniert. Also so macht das bitte. Es funktioniert nachweislich. Bin ich sehr, sehr happy. Hatte ich mir aber auch fast gedacht, dass das funktionieren wird. Ne? Da habe ich letztes Jahr, war ich da so ein bisschen nachlässig, da habe ich es falsch gemacht. Weil wenn ich oben über den Auskippnippel was rüberpacke, ja, dann kann das immer noch unten an diesem Stopfen, der da drin ist, da seitlich raussauen. Ne? Ja, habe ich dieses Jahr wohl mal richtig gemacht. So, jetzt höre ich aber auf, hier zu faseln. Jetzt mache ich schon wieder mehr Videos, als ich eigentlich machen wollte. Ich wollte es dieses Jahr nicht so einreißen lassen. Letztes Jahr habe ich das ja schon so extrem gemacht. Aber der Himmel sieht natürlich brutal aus da mit den Wolken. Ne? Ich kann ja mal hinzoomen. Mal hier, ne? Komisch aus, ne? Ja. Merkwürdige Wolkenformation. Aber das findet man ja hier in den USA sowieso. Die Wolken sehen ganz komisch aus, ne? Kann man das noch sehen, wie das hochgeht? Da oben wollte ich eigentlich hin in den 22. Hat leider nicht geklappt. Aber das ist egal. Das stört mich nicht. Ist nur zum Schlafen da. So, jetzt richte ich mich hier noch ein bisschen weiter ein. Und ab wieder. Tschüss. Yeah.